Das sind einige unserer Themen heute. Lebensartmesse mit Baumpflanzung im Pirmasenser Strecktalpark. Demokratiefest an der Hahnberghütte. Schattenvögel und Lichtgestalten beim Kunstverein Dahn und vieles mehr. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kompakt. Das warme Wetter genießen und bei einem Parkspaziergang Kunst, Genüsslichkeiten und mehr entdecken. Ende Mai lockte zum 7. Mal Lebensart, die Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle, zahlreiche Besucher in den Pirmasenser Strecktalpark. Im Rahmen der Messe pflanzte Oberbürgermeister Dr. Bernhard Mattheis am 26. Mai zusammen mit einer Delegation aus der Pirmasenser Partnerstadt Poissy eine Esskastanie, den Baum des Jahres. Traditionell wird jedes Jahr im Strecktalpark in Pirmasens der Baum des Jahres gepflanzt. Dieses Jahr fand die Baumpflanzaktion am 26. Mai im Rahmen der Lebensart statt, der Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle. Ja, die Esskastanie wird ja auch als Edelkastanie bezeichnet. Die meisten kennen das ja einfach als Keschte, wenn wir im Herbst in den Wald gehen. Und wir müssen auch gar nicht in die Südpfalz gehen, sondern die wachsen ja auch bei uns hier. Inzwischen ist es gar kein Problem. Wenn man die Ecken weiß, wo sie erwachsen, kann man auch hier wunderbare Käste lesen halt dann schon. Die Vielseitigkeit des Edelbaumes war bereits den Griechen und Römern in der Antike bekannt, die Holz, Rinde, Blätter und Früchte nutzten und damit unter anderem Honig, Medizin oder Brot herstellten. Die Kastanien galten auch während des Mittelalters als wichtiges Nahrungsmittel. Die ist schon sehr nahrhaft, man kann Mehl draus machen, alle möglichen Gerichte da draus. Man gibt auch Kastaniensaumagen und sonst was dann halt alles. Ne? Aber es ist ja schon recht vielfältig, wie die Frucht anzuwenden ist. Zusammen mit einer Delegation und dem Bürgermeister der französischen Stadt Poissy, Karl Olive, pflanzten Baudezernent Michael Schieler, André Jankwitz vom Garten- und Friedhofsamt Pirmasens und Oberbürgermeister Dr. Bernhard Mattheis eine Esskastanie im Strecktalpark. Damit sind alle 30 Bäume des Jahres in dem großen Park vertreten. Und das hat Herr Dr. Mattheis halt zum Anlass genommen, hier auch, weil noch die Messe noch stattfindet hier, gerade hier die ganze Delegation hier in Strecktal zu bringen, weil es inzwischen auch schon Traditionen hat wiederum, mit dem Bürgermeister aus Poissy Bäume zu pflanzen, so wie vor 3 Jahren zum Beispiel mal, als wir damals gemeinsam einen Olivenbaum gepflanzt haben im Poissy-Garten. Nach dem Pflanzen des sommergrünen Laubbaumes führte Dr. Bernhard Mattheis seine französischen Gäste über die Messe Lebensart. Auf der 10.000 Quadratkilometer großen Ausstellungsfläche im Strecktalpark präsentierten rund 80 Aussteller aus der umliegenden Region Deutschland und dem benachbarten Ausland ihre Produkte. Das breit gefächerte Angebot unter anderem von Antiquitäten über Schmuck und Pflanzen bis hin zu Köstlichkeiten aus fernen Ländern lockte viele Besucher in den Park. Sowohl von Besuchern als auch von Ausstellern gut angenommen wurden die verlängerten Öffnungszeiten am Samstag, die zu einem abendlichen Spaziergang ermutigten und zum Sammeln von Inspiration für Haus und Garten. Bereits zum 35. Mal findet am 10. Juni, sofern das Wetter mitspielt, am Eisweiher das Pirmasenser Spielfest statt. Alle Details zum großen Event gab es vorab beim Pressegespräch mit den Verantwortlichen der Stadt, dem Amt für Jugend und Soziales und dem Stadtsportverband. Hier das Wichtigste. Bürgermeister Markus Zwick, der Vorsitzende des Stadtsportverbands Wolfgang Klüß, Bettina Ballensch von der Jugendpflege und Thorsten Kunz vom Jugendbüro präsentierten das Programm des Spielfests am Eisweiher. Von 10 bis 18 Uhr kann Jung und Alt am 10. Juni aktiv werden, wenn sich Pirmasenser Vereine und Verbände mit vielfältigen Spielangeboten vorstellen. Das wird auch von der Bevölkerung sehr gut wahrgenommen. Wir haben als wirklich so im Schnitt zwischen 5.000 und 8.000 Besucher den ganzen Tag über das ganze Freizeitgelände am Eisweiher verteilt. Und es ist einfach die Möglichkeit, sowohl als Besucher sich mal zu informieren und auch mal zu gucken, was wird denn eigentlich in den ganzen Jugendvereinen in der Stadt so angeboten und gemacht.
und zum anderen auch für die Vereine, dass die Möglichkeit, sich zu präsentieren, den Leuten mal zu zeigen, was machen wir so in unserem normalen Betrieb unter der Woche und so weiter, was kann man bei uns alles erleben. Ein weiterer Nebeneffekt sei es, Jugendliche wie Erwachsene für Mitgliedschaften bei den Vereinen zu gewinnen. Von Sportvereinen über Pfadfinder, kirchliche Einrichtungen oder die Schiffsmodellbauer, das Spektrum ist groß. Der bereits bewährte Vielseitigkeitswettbewerb soll neben dem Ansporn auch Talente fördern und Hemmnisse abbauen. Insgesamt werden rund 300 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz sein. Zum einen gibt es viele Vereine oder einige Vereine, die neu mit dazugekommen sind oder die jetzt wieder mit dabei sind. Das ist ja immer so ein bisschen fluktuierend, die Zusammensetzung. Das freut uns schon sehr, dass wir jetzt, wie gesagt, jedes Jahr eigentlich kontinuierlich da auch Vereine gewinnen können. Zum anderen haben wir auch dieses Jahr als besonderes Highlight ein Großspielgerät, ein sogenanntes Bungee-Trampolin. Das kennt man vielleicht vom Jahrmarkt her. Das ist auch so ein bisschen so eingebettet in das ganze Programm. Und ich denke, mit den ganzen vielen anderen Angeboten, es sind ja allein, wie gesagt, 40 Vereine mit dabei, die Sache anbieten und so weiter, kann man wirklich stundenlang sich dann dort verweilen und Sache mitmachen und erleben. Und es wird nicht langweilig die ganze Zeit über. Auf der Bühne werden nach der Eröffnung durch Bürgermeister Markus Zwick um 10 Uhr nahezu im Stundentakt Vorführungen von Tanzgruppen stattfinden. Auch für Verpflegung wird selbstverständlich gesorgt sein. Denn neben der sportlichen Betätigung steht natürlich auch das gemütliche Beisammensein im Vordergrund. Nach insgesamt 2 Jahren Bauzeit wurde nun der Spielplatz am Sommerwald eingeweiht. Neben dem offiziellen Teil veranstalteten die Sommerwälder Anwohner sowie die an der Planung beteiligten Kinder ein Einweihungsfest. Wir haben mitgefeiert. Eine Riesenparty wurde am Freitag, den 25. Mai, auf dem Pirmasenser Sommerwald gefeiert. Der Grund dafür war die offizielle Einweihung des Spielplatzes am Sommerwald. Auf diese Aktion sei die ganze Stadt stolz, versicherte Oberbürgermeister Dr. Bernhard Mattheis. Außerdem könne der Sommerwald froh sein, solche Kinder zu haben. Mit dem Startschuss wurde auch das Geheimnis um den Namen des 5000 Quadratmeter großen Geländes gelüftet. Sommerwald-Spielplatz an den Ziegen wurde er getauft. Ohne die Initiative der Kids wäre der Spielplatz nicht in dieser Art umgesetzt worden, betonte Baudezernent Michael Schieler. Und das Wichtigste war, die Kinder haben einen Lauf gestartet und haben gesagt, für den gelaufenen Meter zahlen dann die Sponsoren, die Eltern einen bestimmten Betrag. Und die Überschrift war, Kinder laufen für ihren Spielplatz. Und wie ich von den Eltern später erfahren habe, die Kinder sind quasi um ihr Leben gerannt, um Gelder zu sammeln, um ihre Burg noch in irgendeiner Form zu ermöglichen, haben dann bei diesem Lauf 10.000 Euro an Spendengeldern akquiriert. Eine tolle Leistung. Insofern konnten wir auch die Burg, die hinten zu sehen ist, dann noch ermöglichen, finanziell stemmen. Aber das war nicht das Einzige. Wir haben dann auch mit den Kindern zusammen eine Pflanzaktion gestartet. Kinder haben gepflanzt, haben die Pflanzen gewässert und so weiter. Die Kinder der Sommerwaldschule haben damit auch die Partnerschaft für ihren Spielplatz übernommen. Das heißt, sie wollen mindestens einmal im Monat vorbeigehen, sehen, ob alles in Ordnung ist, ob aufgeräumt ist, ob kein Unrat da liegt und so weiter. Das Spielplatzprojekt am Sommerwald habe gezeigt, was möglich ist und soll für zukünftige Aktionen als gutes Beispiel vorangehen. Für die Stadt ist mit dem Bau des Spielplatzes zwar der größte Teil abgeschlossen, allerdings gehe die Arbeit immer weiter. Wir werden natürlich die Pflege übernehmen, Rasenpflege, die Baumpflege, die Sträucherpflege, das ist keine Frage, das wird von uns den Profis künftig dann auch unterhalten, gepflegt und in Ordnung gehalten. Wir kontrollieren auch immer natürlich die Spielgelegenheiten, nicht nur hier, sondern generell auf allen Spielplätzen, in den Schulen, an den Kindergärten, an den öffentlichen Spielplätzen, damit keine Gefahrenquellen entstehen. Das machen wir ohnehin, das ist Routinearbeit. Ansonsten warten wir mal ab, ob noch die eine oder andere Idee geboren wird, die sinnvoll ist. Und dann muss man sehen, es muss jetzt nicht das Ende sein, das wird die Zukunft dann bringen.
Rund 2400 Menschen leben auf dem Sommerwald. Darunter sind laut der Stadtverwaltung 250 Kinder, die hier ab sofort ihre Freizeit auf ihrem Spielplatz verbringen können. Erfindungen verändern unser Leben, lautete das Thema des 48. Internationalen Jugendwettbewerbs der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Auch viele Pirmasenser Schülerinnen und Schüler befassten sich in Bildern und Kurzfilmen mit Erfindungen, die sie begeistern würden, aber auch die Gefahren innovativer Technologien. Ende Mai wurden die Gewinner in der Filiale in der Alleestraße Pirmasens ausgezeichnet. Jedes Jahr werden im Jugendwettbewerb bis zu 700.000 Wettbewerbsbeiträge bei Genossenschaftsbanken in vielen Ländern Europas eingereicht. Davon allein 500.000 in Deutschland. Diese Initiative ist auch bei der VR Bank Südwestpfalz Pirmasens Zweibrücken zu einer Tradition geworden. In der letzten Wettbewerbsrunde wurden hier 374 Beiträge eingereicht. Darunter 279 Bilder, 5 Kurzfilme und 90 Quizlösungen, wie Vorstandsvorsitzender Paul Heim bei der Siegerehrung berichtete. Die Gewinner der Quizrunden, die auf die richtigen Lösungsworte gekommen waren, wurden als Erste ausgezeichnet. Danach ging es mit den Gewinnerbildern zum Thema Erfindungen verändern unser Leben weiter, die mit Kino- und Spielwarenladengutscheinen belohnt wurden. Eine Jury aus Kunstlehrern hatte die Entscheidungen getroffen. Dritter in der Alterskategorie 1, den Erstklässlern, wurde Ben T. Auf den zweiten Platz kam Ben E. mit dem Bild Omnitrix von Ben 10. Elisa R.'s titelloses Kunstwerk wurde zum Siegerbild der Altersgruppe 1. Bei den Viertklässlern der Altersgruppe 2 gab es 2 Sonderpreise. Für Sarah C. und ihre Kisten mit Lieblingserfindungen und Aya O., die die Wasserversorgung thematisierte. Maya W. kam mit ihren fliegenden Rollschuhen auf den dritten Platz. Zweiter wurde William B. mit seiner Iron Machine. Auf den ersten Platz der Altersgruppe 2 kam Baran Chan K. mit dem Internet-Surfboard. Auch in der Altersgruppe 3, den 5. und 6. Klässlern, gab es 2 Sonderpreise. Tobias W. hatte das Trageskateboard 3000 erfunden. Candy H. befasste sich mit Schminke, die unsere Welt verändert. Auf den dritten Platz kam Marvin S. mit seinem Bild Fotos und Motive. Den zweiten Platz in der Kategorie und einen mit 100 Euro dotierten dritten Platz auf Landesebene erreichte Johanna L., die sich mit vielfältigen Möglichkeiten unserer Handys befasst hatte. Siegerin der Altersgruppe 3 wurde Elisa C. mit einem Stift, der Menschen lebendig macht. Gleich 3 Sonderpreise gab es in der Altersgruppe 4, der 8- und 9-Klässler. Adele W. hatte sich mit der Weltforschung beschäftigt. Lena K.'s Bild machte unser zukünftiges Leben zum Thema. Jan K. wagte einen Blick auf die Zukunft des Jahres 2516. Dritter der Altersgruppe 4 wurde Alex N. mit der Frage eines besseren Lebens. Auf den zweiten Platz kam Dachani I. mit ihrer Einkaufsdrohne. Die Zukunft auf dem Mars von Victoria E. gewann nicht nur den ersten Platz der Altersgruppe 4, sondern auch den vierten Platz auf Landesebene und somit 75 Euro. In der Altersgruppe 5, den Elftklässlern, erreichte Lena D. mit ihrem Bild Verrat den zweiten Platz. Sieger wurde Sandro P. mit seiner Weltstadt, die ihm auch einen zweiten Platz und 150 Euro auf Landesebene einbrachte. Auch Kurzfilme konnten eingereicht werden. Hier kamen die 10 besten Erfindungen, die die Welt veränderten, von Jan S. auf einen 11. Platz auf Landesebene.
Dort erreichen Fiona S., Katharina B. und Chantal M. den 13. Platz mit ihrem Perfektor. Den mit 300 Euro dotierten Sieg auf Landesebene konnten Lilith N. und Nathalie F. mit ihrem Film über die iLook-App feiern. Die Gewinnerbilder sind in der VR-Bank-Filiale in der Pirmasenser Alleestraße und auf der Webseite zu bewundern. Der nächste internationale Jugendwettbewerb unter dem Motto Musik bewegt startet am 1. Oktober. Am Samstag, den 26. Mai, fand im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben ein Demokratiefest auf der Hahnberghütte in Kontwig statt. Dabei stellten die Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 6 und 9 der Herzog-Wolfgang-Realschule Plus in Zweibrücken ihren selbstgestalteten Wanderweg vor, auf dem man unter anderem den Namensgeber des Wanderwegs, Jakob Philipp Siebenpfeifer, kennenlernen kann, der im 19. Jahrhundert für Demokratie und Pressefreiheit gekämpft hat. Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 und 9 der Herzog-Wolfgang-Realschule Plus in Zweibrücken spielt Demokratie nun eine viel größere Rolle. Nach mehreren Projekten im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben wurde das Verständnis für Demokratie und die damit verbundenen Privilegien erfolgreich gestärkt. Deutlich wurde dies am 26. Mai auf der Hahnberghütte in Kontwig, als die Schülerinnen und Schüler zum Demokratiefest einluden. Schulleiterin Rita Sutter-Desloch freut sich sehr über die gelungenen Projekte. Ich denke, dass die Erziehung zu einem demokratischen Bürger sehr wichtig ist für unsere Schülerinnen und Schüler, damit wir sie kritikfähig machen und sie später zu einem mündigen Mitglied in der Gesellschaft werden. Und deshalb legen wir schon ab der 5. Klasse schon sehr viel Gewicht auf eine demokratische Erziehung unserer Schülerinnen und Schüler. Und wir haben da auch im Vorfeld zu diesem heutigen Tag auch schon andere Projekte in der Schule durchgeführt. Ich nenne mal die Bunte Woche, die vor kurzem stattgefunden hat. Und wir arbeiteten damals sehr eng mit der Jugendkunstschule, mit der Jugendkunstwerkstatt in Pirmasens zusammen. Und das war eine tolle Aktion. Wir leben Vielfalt und trotzdem die Einheit miteinander. Das ist unser Ziel. Zusammen mit der Ortsgruppe Zweibrücken des Pfälzer Waldvereins und der Siebenpfeifer Stiftung Homburg gestalteten die Schülerinnen und Schüler einen Demokratiewanderweg um Zweibrücken herum. Die sechsten Klassen erstellten das Symbol für den Wanderweg und beschäftigten sich künstlerisch mit dem Thema Demokratie. Die neunten Klassen gestalteten zwei Schaukästen für den Wanderweg. Einen zu Jakob Philipp Siebenpfeifer und seinem Wirken im Kampf um Demokratie im 19. Jahrhundert und einen zum Thema Pressefreiheit und wie sie sich bis heute entwickelt hat. Während der Arbeiten ist der pädagogischen Koordinatorin Sarina Wolf viel Positives aufgefallen. Ja, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich unsere Schüler zum Thema also ins Thema extrem reingekniet haben, dass sie vorher von Siebenpfeifer wirklich nichts wussten und ihnen dadurch aber schon jetzt auch klar wurde, was diese Freiheiten, die er erkämpft hat, mit ihnen zu tun haben. Und wir haben einfach auch festgestellt, wie selbstständig unsere Schüler arbeiten können, wie zielorientiert sie arbeiten können und dass natürlich auch Selbstbewusstsein gestärkt wird. Und das ist etwas, das nebenbei passiert bei solchen Projekten. Aber genau das ist das, was wichtig ist, weil demokratische Bürger brauchen Selbstbewusstsein, um aufzutreten und auch für die Demokratie einzustehen. Das Projekt Demokratie Wanderweg mit Demokratiefest auf der Hahnberghütte war ein voller Erfolg, wofür es viele gute Rückmeldungen gab. Die Schülerinnen und Schüler freuen sich bereits auf die nächsten Projekte im kommenden Schuljahr. Das Gewinnerlogo steht fest. Schülerinnen und Schüler aller Schularten waren aufgerufen, Entwürfe für ein neues Logo des Medienzentrums Südwestpfalz einzureichen. Mitte Mai wurden dann die Gewinner des 1., 2. sowie 3. Platzes im Rathaus in Rodalben verkündet. Gespannt warteten die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler auf die Preisverleihung des Logo-Wettbewerbs. Das bisherige Logo des Medienzentrums war nicht mehr zeitgemäß und ein neues musste her. Dazu wurden alle Schulen im Umkreis dazu aufgerufen, ihre Ideen einzureichen, so Susanne Erhardt, Leiterin des Medienzentrums.
Es haben, glaube ich, etwa 10 Schulen mitgemacht und von diesen 10 Schulen kamen weit über 200 Logo-Vorschläge, aus denen wir jetzt unser Gewinnerlogo ausgewählt haben. Mitgemacht haben Grundschulen, Realschulen plus, integrierte Gesamtschulen sowie Gymnasien. Die Jury bestand aus einem ehemaligen Lehrer und Künstler, aus dem Geschäftsführer des MKN Bernhard Pücker sowie den beiden Leitern des Medienzentrums Andreas Egger und Susanne Erhardt, die sich für die Klasse 9a des Hugo-Ball-Gymnasiums in Pirmasens entschieden haben. Das Logo wurde ausgewählt nach wenig Details. Es musste prägnant sein, es sollte einprägsam sein, es sollte farblich, aber auch schwarz-weiß verwendbar sein und in verschiedenen Größen. Das Logo zeigt ein Auge, dessen Pupille einem Bildschirm ähnelt und auf die Aufgabe des Medienzentrums im Bereich Filme und digitale Medien verweist. Obwohl es nur einen Sieger gab, gingen die anderen Plätze trotzdem nicht leer aus. Der erste Preis bestand aus 300 Euro und Eintrittskarten für die komplette Klasse in das Dynamikum Science Center in Pirmasens. Der zweite Preis bestand aus 200 Euro, der dritte Preis aus 100 Euro. Dann gab es noch 4 Sonderpreise, 3x 50 Euro und einmal Eintrittskarten fürs Dynamikum in Pirmasens. Nun wird sich nur noch ein Designer um die farbliche Gestaltung des Logos kümmern. Denn künftig soll das Logo für die Homepage, auf Briefbögen und für die Facebook-Seite des Medienzentrums verwendet werden. Vom 6. Mai bis zum 3. Juni hatte man die Möglichkeit, die Ausstellung Schattenvögel und Lichtgestalten in den Räumen des Kunstvereins in Dahn zu besuchen. Gleich 3 Künstler stellten ihre Werke mit teils düsteren, beunruhigenden, teils heiteren und kraftvollen Darstellungen von Fantasie und Realität aus. Wir waren Ende Mai vor Ort und durften auch einen der Künstler treffen. Schattenvögel und Lichtgestalten. So lautete der Titel der letzten Ausstellung des Kunstvereins in Dahn, in der sich 3 Künstler mit der Kunstrichtung des fantastischen Realismus auseinandersetzten. Alle 3 auf eine unterschiedliche, individuelle Weise, wie auch Christine Kortz, erste Vorsitzende des Kunstvereins, näher erläuterte. Schattenvögel und Lichtgestalten, das zeigt eben diese 2 Seiten dieser Traumwelten, die der fantastische Realismus zeigt. Einmal sozusagen die heiteren, die sinnlichen Träume und zum anderen aber auch die Albträume, Apokalypsen und wie gesagt negative Gedanken. Das wollten wir gegenüberstellen. Katrin Alvarez beschäftigt sich mit düsteren Träumen und Realitäten. Sie zeigt durch ihre beunruhigenden Bildcollagen Missstände in der Gesellschaft und in zwischenmenschlichen Beziehungen. In ihre aktuellen Werke arbeitet sie verschiedene Computerteile ein, um auch auf die negativen Auswirkungen der Digitalisierung aufmerksam zu machen. Ganz im Gegenteil dazu stehen die Arbeiten von Sigmar Kratzin. Er möchte andere mit seinen farbhellen Traumgärten, die aus den klassischen Elementen Landschaft, Stillleben und Porträt bestehen, erbauen und positive Gefühle übermitteln. Für ihn soll ein Bild harmonisch sein und nicht sozialkritisch. Der Realismus unterscheidet sich von den anderen Künstlern dadurch, dass er Anhaltspunkte aus dem tatsächlichen Leben einbaut in eine fantastische Welt, die man so nicht sehen kann, die vielleicht im Traum einem begegnet, manchmal dann widersinnig ist, und wenn man in die Widersinnigkeit der Traumwelt hineinguckt, entdeckt man die Realität auf einer anderen Stufe. Das ist Aussage meiner Bilder und auch die Bilder der Frau Alvarez. Ergänzend zu den Gemälden thematisiert der Bildhauer Peter Brauchle in seinen Skulpturen die Kraft und Stärke des Lebens. Die überdehnten Posen seiner Menschendarstellungen zeigen eine neue Art des Sich-Selbstbewusstseins. Einige Arbeiten gehen auch ins Amorphe, in das Gestaltlose, über. Die Ausstellung möchte zum Nachdenken anregen. Einmal durch die kritischen Arbeiten von Frau Alvarez, eben so, dass man sich über seine Beziehungen zu anderen Menschen im Klaren wird oder wie man mit der Digitalisierung umgeht. Dann zum anderen soll sie auch zum Träumen und zum Staunen anregen. Die Arbeiten von Peter Brauchle feiern die Natur und ihre Kraft
und die Arbeiten von Herrn Grazin eben das Leben an sich. Der Kunstverein Dahn im Alten Rathaus bietet mit 4 hellen Räumen im Erdgeschoss und einem großen Ratssaal im Obergeschoss genug Platz für vielfältige Einzel- und Gruppenausstellungen, die mittwochs, donnerstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr besucht werden können. Das war's mit Kompakt für diese Woche. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, das nächste Mal zu einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin machen Sie's gut und tschüss.